Herzlich willkommen zu unserem Ermutiger am Donnerstag, dem 15. April. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. So lautet unser Losungstext heute aus dem Psalm 5, der Vers 12. Der Lehrtext dazu steht in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 52. Die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Wir beginnen diesen Tag mit dem Lied Nummer 66 aus dem Liederbuch Neue Lieder Plus. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Zugegeben, ich neige manchmal zu Oberflächlichkeiten im Denken, im Reden und auch im Lesen der Bibel, leider. Als ich nämlich diese Losungstexte für den heutigen Tag überflog, dachte ich so bei mir, na vielen Dank, fröhlich sein, sich freuen, na da hat jemand gut reden. Gerade jetzt in dieser Zeit fröhlich sein. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Aber wie so oft im Leben hilft es, ein zweites Mal hinzuschauen und genauer hinzuschauen. Mit den Bibelversen in der Losung ist es manchmal, nicht immer, aber manchmal doch so wie mit bestimmten Gerichten. Das Drumherum macht den Gesamtgeschmack aus. Und bei unseren Texten heute ist es bildlich gesprochen auch so. Da schauen wir uns einfach mal das Drumherum an, in denen die Verse gehüllt sind. Die Losung aus dem Psalm 5 ist der letzte Teil des Verses 12. So ein bisschen Hülle für diesen Vers bekommen wir dann mit dem ganzen Vers 12 und dem Vers 13. Und ich lese uns die mal aus der Guten Nachricht. Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn du, Herr, bist ihr Beschützer. Sie sollen vor Freude singen, sie alle, die dich lieben und die dir die Treue halten. Denn reichlich beschenkst du sie mit deinem Segen und schützend umgibst du sie mit deiner Güte. Der Beter des Psalms nennt hier einen Grund und er nennt die Quelle des Glücks und der Freude. Und das ist Gott selbst. Dieses kleine Wort denn in diesen beiden Versen hilft uns, das zu erkennen. Und das hat auch mir geholfen zu erkennen. Gott ist der Beschützer, er ist der Grund zur Freude.
Denn reich beschenkst du die Gerechten mit deinem Segen und schützend umgibst du, Herr, sie mit deiner Güte. Und der Psalmbeter, er bittet darum, dass Gott denen die Freude schenkt, die auf ihm vertrauen. Bei unserem heutigen Lehrtext ist das Drumherum etwas dicker, die Hülle um diesen Vers. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich lese, die Jünger wurden erfüllt mit Freude und von Heiligem Geist, dann will ich wissen, wieso, warum, was ist passiert? Und ich frage mich auch, kann ich das auch haben, heute? Was war damals passiert? Paulus und seine Begleiter, das erlesen wir in Apostelgeschichte 13, die waren missionarisch unterwegs und sie begannen in einer bestimmten Stadt in der Synagoge zu den Juden über die gute Nachricht zu reden. Eine Woche später versammelte sich dann fast die ganze Stadt, um Gottes Wort zu hören. Das heißt also, es war dann nicht mehr nur dieser kleine Kreis der Juden, sondern das ganze Volk, nahezu der ganzen Stadt. Und das erregte den Neid bei den Juden und sie begannen, Paulus zu widersprechen und die Leute gegen ihn aufzuhetzen. Das ging dann so weit, dass die Vornehmsten der Stadt und die Regierenden gegen Paulus aufgehetzt und aufgewiegelt wurden und dass er und seine Begleiter mit Verfolgung aus der Stadt vertrieben wurden. Man kann über solche Geschichten so ganz leicht drüber lesen und sie innerlich irgendwie abhaken. Ja, das war halt in der Apostelgeschichte damals so passiert. Aber stellen wir uns das mal heute vor, in unserer Zeit. Wir planen eine große Aktion, wir wollen die Menschen im Ort erreichen, wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann das Ende vom Lied ist, es wird gegen uns gehetzt. Und diejenigen, die was zu sagen haben, im Ort, die Reichen, die Schönen und sogar vielleicht der Oberbürgermeister, sie erteilen uns Redeverbot oder sie vertreiben uns sogar aus dem Ort. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, aber so muss man sich das vorstellen, was Paulus erlebt hat. Wäre das für uns ein Grund zur Freude? Sieht so für uns erfolgreiche Kirche aus? Hand aufs Herz, da würden wir wahrscheinlich eher Nein sagen. Paulus, der war direkt betroffen von der Hetze, von der Ablehnung und von der Verfolgung. Und er hat aber ganz klar erkannt, dass hinter all dem, was geschehen ist, Gottes großer Plan steht. Nämlich dadurch, dass leider die meisten Juden seiner Zeit das Evangelium abgelehnt haben, wurde die Tür zur Mission aller Völker geöffnet. Und das sagte Paulus dann den eifersüchtigen Juden auch ganz freimütig ins Gesicht. So berichtet uns das die Bibel. Und das ist es, was diese Freude auslöste in dem Vers 52. Die Jünger dort, das waren diejenigen aus den Völkern, die zum Glauben gekommen waren. Es ist Gottes Freude darüber, dass die Menschen aus allen Völkern seine Gnade annehmen. Ja, Paulus und sein Team, die mussten aus der Gegend verschwinden und zwar ganz schnell. Die Jünger aber, so heißt es, sie wurden mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Wie sehr wir alle diese Freude brauchen, sei es auf den großen Missionen, wie auch in unserem persönlichen Leben jeden Tag, das wusste Jesus, als er seinen Jüngern vor seinem Tod sagte: Ich liebe euch so sehr, wie mein Vater euch liebt. Bleibt in meiner Liebe und lebt nach meinen Geboten. Das sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und damit eure Freude dadurch vollkommen wird. Und diese Freude möchte uns Gott durch seinen Heiligen Geist schenken, der übrigens ja nicht auf Pfingsten in Jerusalem vor 2000 Jahren begrenzt ist. Jesus erfüllte sein Wort: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt durch den Heiligen Geist, der damals ausgegossen wurde. Auch heute dürfen wir den Heiligen Geist empfangen. Wir dürfen den Frieden und die Freude, die er mitbringt, empfangen. Denn die Herausforderungen, die sind nicht kleiner geworden seit 2000 Jahren. Im Gegenteil. Und ich denke manchmal, wenn die Apostel damals schon den Heiligen Geist so dringend brauchten, dass sie auf ihn warten sollten, damals in Jerusalem, dann brauchen wir ihn heute erst recht. Und Jesus ermutigt uns in Lukas 11, dass wir den Vater um den Heiligen Geist bitten dürfen. Jesus erklärt dort: Ihr wisst doch auch, was gut ist für eure Kinder, und ihr zögert nicht, es ihnen zu geben. Wie viel mehr, ja wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist schenken denen, die ihn darum bitten.
Die Jünger aber wurden mit Freude erfüllt und mit Heiligem Geist. Und das wünsche ich uns, dass uns das auch begegnet. Wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, du ermutigst uns heute wieder, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Herr, wir glauben dir, dass du uns in deiner Hand hältst, auch heute, in allen Umständen, in allen Widrigkeiten, auch in allen Freuden. Herr, du bist die Quelle aller Freude. Fülle uns heute mit deinem Frieden und mit deiner Freude, mit deinem Heiligen Geist. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.